Hallo Transformer-Fans, heute zeige ich euch meinen Revenge of the Fallen Kids and Mudflap Ice Cream Truck Custom. Nicht Lego, nein, es ist die Hasbro-Figur und die habe ich ein bisschen verschönert, sage ich mal. Ich habe mir zuerst die Repro-Label-Sticker gekauft, doch die haben mir von der Qualität her überhaupt nicht gefallen und dann habe ich die kompletten Sticker selber gemacht, am Computer ausgedruckt und aufgeklebt und so gefallen sie mir besser. Ich habe auch das G1 Decepticon-Logo verwendet. Nicht das Movie. Das G1 gefällt mir besser. Nur die drei Sticker, das sind die Originalen von Repro Labels. Die anderen sind alle selber gemacht. Ja, ich habe ihn dann noch mit Revell-Farbe, die Stoßstange, die Trittbretter, Türgriffe, Rückspiegel grau gemalt und ihn auch noch mit Revell-Farbe roscht, eben gealtert, roschtig gemacht, wie er im Film ist. Gut, ich hoffe, er gefällt euch. Bis zum nächsten Mal.